Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Erwartungswert einer diskreten Zufallsvariablen. Hier werden wir uns anschauen, mit welcher mathematischen Formel kann man den Erwartungswert bei diskreten Zufallsvariablen berechnen, wenn man die Wahrscheinlichkeitsfunktion kennt, und werden das auch anhand einiger Illustrationen einmal ausprobieren. Hier sehen wir also die Berechnung des Erwartungswerts. Einmal für den Fall, dass unser Träger endlich ist, und einmal für den Fall, dass er abzählbar unendlich ist. Im Prinzip machen wir in beiden Fällen das Gleiche. μ, das Symbol, was wir häufig für den Erwartungswert von x verwenden, ist eine gewichtete Summe der möglichen Ausgänge des Zufallsexperiments, also aller Werte, die im Träger dieser Zufallsvariablen auftauchen, und der zugehörigen Wahrscheinlichkeiten. Also die gewichtete Summe sind die Ausgänge gewichtet mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten und dann entsprechend aufaggregiert. Genau dasselbe macht man auch in dem Fall, wo der Träger abzählbar unendlich viele Werte annimmt. Aber weil wir dann hier eine unendliche Summe stehen haben, muss es dann nicht so sein, dass der Erwartungswert existiert. Also im endlichen Fall wissen wir, dass der Erwartungswert auch eine endliche Zahl sein muss. Aber bei abzählbar unendlich vielen Werten, die die Variable annehmen kann, muss der Erwartungswert nicht existieren. Man sagt, wenn er unendlich wird, er existiert nicht. Schauen wir uns aber hier einmal ein einfaches Beispiel an, wo er existiert. Und man ahnt es schon, wir nehmen wieder mal den Würfelwurf als erstes ganz einfaches Beispiel her. Was ist die erwartete Augenzahl beim Werfen eines fairen Würfels? Da wissen wir, der Träger unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jeder dieser Werte kommt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel vor. Sprich, unsere Wahrscheinlichkeitsfunktion ist ein Sechstel für x aus dem Träger von 1 bis 6 und 0 sonst. Und der Erwartungswert von x ist dann also einfach die Summe über jeden möglichen Ausgang, angefangen also mit 1 mal die zugehörige Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel plus nächster Ausgang 2 mal die Wahrscheinlichkeit 1 Sechstel plus und so weiter plus 6 mal 1 Sechstel. Und da können wir die 1 Sechstel auch ausklammern, müssen dann die Summe von 1 bis 6 bilden. 1 plus 2 ist 3, plus 3 ist 6, plus 4 ist 10, plus 5 ist 15, plus 6 ist 21. Und 21 dividiert durch 6 sind dann 3,5. Also der Erwartungswert, die erwartete Augenzahl beim Werfen eines Würfels ist 3,5. Sehen wir, das ist gar keine Augenzahl, die angenommen werden kann, aber es ist der Wert, der in diesem Fall sogar genau in der Mitte liegt, weil die Verteilung da drumherum genau symmetrisch ist, wo ich also mit Wahrscheinlichkeit 0,5 darunter und darüber liege. Das muss beim Erwartungswert nicht zwingend so sein, aber hier ist es eben so. Und im Schnitt werden wir also eine Augenzahl von 3,5 erhalten. Um ein spannenderes Beispiel uns anzuschauen für den Erwartungswert, nehmen wir hier noch ein weiteres Beispiel her. Da geht es um ein Gewinnspiel. Ein Teilnehmer einer Spielshow im Fernsehen hat die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Das Einstreichen eines sicheren Gewinns von 110 Euro oder die Teilnahme an einem Glücksspiel mit zufälligem Gewinn G. Und G ist eine Zufallsvariable und hat folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und da haben wir hier die tabellarisch aufgelistet und da wissen wir, welche Gewinne grundsätzlich möglich sind. 30 Euro, 60 Euro, 100, 150 oder 200 Euro mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten 10%, 10%, 40%, 20%, 20%. Und dann sehen wir, die 110 würden also hier liegen, knapp über der 100 und mit 60% Wahrscheinlichkeit würden wir einen niedrigeren Gewinn bekommen, aber mit 40% einen höheren und zum Teil auch substanziell höheren Gewinn. Die Frage ist, wie soll sich jetzt dieser Teilnehmer entscheiden? Und eine Möglichkeit
das zu tun, ist mit Hilfe des Erwartungswertes. Dass er sagt, er schaut sich an, wie ist der Erwartungswert dieses Glücksspiels. Wenn der höher ist als 110, spielt er das Glücksspiel und sonst macht er das nicht. Zu den Grenzen dieser Überlegung mit dem Erwartungswert sage ich dann im Anschluss noch was, rechnen wir uns das vorher noch einmal aus. Und als kurze Anmerkung noch, woher dieses Glücksspiel kommt. Angelehnt ist das Ganze an die Sendung Deal or No Deal. Einige werden sich vielleicht noch erinnern, wo eben Kandidatinnen oder Kandidaten einen Koffer aus einer Menge von Koffern gezogen hatten, nicht wussten, welcher Geldbetrag in ihrem Koffer drin ist, aber grundsätzlich wussten, welche Geldbeträge in den Koffern grundsätzlich vorkommen konnten. Und das heißt, sie haben sich dann ein Erwartungsbild darüber, Erwartungswert darüber bilden können, welchen Betrag sie im Schnitt in ihrem Koffer haben könnten. Und ein ominöser Banker hat ihnen dann eben eine konkrete Summe geboten, und die konnten sie annehmen und ihren Koffer verkaufen um diesen Betrag oder eben weiterspielen und den Koffer behalten und den unsicheren Betrag aus dem Koffer nehmen. Und da musste man sich also eben entscheiden, musste sagen, das ist ein Deal oder No Deal. Und eine Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, wäre eben anhand des Erwartungswerts. Rechnen wir uns das für dieses konkrete Glücksspiel hier einmal aus. Das ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir kennen. Also der erwartete Gewinn, G, ist also 30 mit Wahrscheinlichkeit 0,1 plus 60 mit Wahrscheinlichkeit 0,1 plus und so weiter plus 200 mal 0,2. Ich habe also eine gewichtete Summe der möglichen Beträge und die Gewichte sind die Wahrscheinlichkeiten. Und das muss ich mir halt jedes Mal ausrechnen. 0,1 mal 30 sind 3 plus 6 plus 40 plus 30 plus 40. Ja, immer einfach die Produkte in jeder Spalte gebildet. Und wenn wir das machen, haben wir 40 plus 40 plus 30 sind schon 110 und dann kommen noch 9 dazu, haben wir einen Erwartungswert von 119 und der ist also größer als 110, der fixe Betrag, der uns als Alternative angeboten wurde. Wenn wir uns also anhand dieses Erwartungswerts entscheiden, würden wir an der Stelle sagen, No Deal, ich behalte meinen Koffer und nehme die Auszahlung aus dem Glücksspiel. Und wenn das die letzte Runde gewesen wäre, würde an der Stelle dann also der Koffer aufgemacht und dann würden wir herausfinden, ob das eine schlaue Entscheidung war, den Koffer zu behalten oder nicht. Würde sich ein Spieler in der Fernsehsendung wirklich anhand des Erwartungswerts entscheiden oder nicht? Das ist so eine Sache. Ja? Der Erwartungswert ist ja das, was wir im Mittel bei diesem Glücksspiel gewinnen, wenn wir es wieder und wieder und wieder spielen. Und das ist jetzt also bei dem Auftritt in einer Fernsehsendung bei Deal or No Deal nicht der Fall. Wäre das aber ein Glücksspiel, bei dem ich immer wieder spielen könnte, sei es, dass ich das privat im Freundeskreis oder in der Kneipe machen kann oder an einem Glücksspielautomat, wo ich wieder und wieder spielen würde, naja, dann würde ich das machen, weil da wüsste ich, in manchen Fällen würde ich zwar auch mal verlieren, in manchen Fällen würde ich aber auch sehr viel mehr gewinnen als diesen Erwartungswert und im Schnitt würde ich besser fahren mit diesem erwarteten Gewinn, mit dem durchschnittlichen Gewinn, den ich da bekomme, als mit der sicheren Auszahlung. In der Situation hingegen, wo ich das Glücksspiel nur ein einziges Mal spiele, verhalte ich mich vielleicht nicht so. Ja, weil da sage ich unter Umständen 110 Euro ist auch viel Geld und 200, bevor ich dann die möglicherweise bekomme, habe ich lieber 110 sicher, als dass ich hier auf 30 oder 60 Euro zurückfallen könnte. Und da werde ich also möglicherweise scheue ich das Risiko. Die Unsicherheit im Glücksspiel, die schreckt mich dann ab. Und da werden wir in nachfolgenden Videos uns auch noch anschauen, wie wir mit diesem Faktor der Unsicherheit umgehen können, wie wir die auch berücksichtigen können bei diesem Glücksspiel.